Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir testen weiter Mali und auch Keita, aber Mali braucht Fitness, weil ich vergessen hatte, ihn auf die Bank zu setzen. Also macht nichts. Wir haben ja noch ein paar Fitnesskarten. So, ich bin gespannt, Mali. Geh ruhig weiter ab. Dreh ruhig weiter durch. Mach ruhig weiter geile Tore. Das Schöne war halt vor allem das eine Tor, wo er sich so durchgedribbelt hat. Und ach ja, was ist eigentlich mit Depay? Gefällt er mir besser als Valbuena? Ja, ne? Gefällt mir besser als Valbuena. Würde ich schon sagen. Oder? 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 Eigentlich schon. Hat noch kein Tor gemacht. Aber eigentlich würde ich schon sagen, er ist geiler. Ist immer gar nicht so einfach zu beantworten, gerade bei den Außenmittelfeldspielern. Aber er ist schnell, er ist dribbelstark, er fühlt sich gut an. Klar, der schwache Linke ist nicht so geil. Und ich denke, wenn jetzt zum Beispiel ein Ribéry, wenn jetzt zum Beispiel ein Ribéry eine Info bekommt, würde ich ihn versuchen einzubauen. Dann müsste ich natürlich Draxler als ZOM kicken, aber wir haben immer noch Player, der einen guten Job gemacht hat. Und oh, der hat auch Reus, sage ich schon, Draxler, aber als linken Flügel. Okay. Also in dem Team habe ich jetzt keinen Draxler, aber egal. So, konzentrieren, vor allem wenn wir hier im Schatten spielen müssen, das ist natürlich sehr ärgerlich, aber egal. Scheint nicht wirklich durchzukommen, wie es aussieht. Und da haben wir auch den Ball, nice. So, dann wähle ich mal kurz durch. Oh, schwacher Pass. Oder schwache Ballannahme, eins von beiden. Das war eigentlich ein Ballverlust, der hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. Okay, konzentrieren. Wieder ein Ballverlust, der nicht sein muss. Das kannte Pässe, die ich hier spiele. Zum Glück macht es mein Gegner gerade ähnlich. Ein bisschen ruhiger spielen, einfachere Pässe, klarere Pässe. Nicht solche Risikodinger. Geil, da haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt, wie das zustande kommt. Der Pass war schwach von Dembele, muss man leider so sagen. Oh, knapp. Ah, da geht noch ein bisschen Glück. Reus, nice. Ich wollte gerade sagen, scheiße, den Ball hättest du auch einfach nochmal auf Mali legen können. Aber da Reus den macht, ist es egal. Aber eigentlich wäre es, glaube ich, fast besser gewesen, ihn nochmal auf Mali zu legen, weil er läuft da genau in die Lücke rein. Aber Reus macht ihn, schöner Anfang, gefällt mir. Hat er jetzt schon keinen Bock mehr, oder? Krass! Krass, er hat jetzt schon keinen Bock mehr nach dem 1-0. Was? Es ging doch gerade erst los, das Spiel. Es ist Freitag, es ist noch nichts passiert. Ich habe einmal geschossen. Geil! So ein Geschenk, das Sieg ist natürlich nice. Das hat man auch letzte Woche überhaupt nicht, solche Dinger. Solche Abbrüche. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein Spiel weniger bei Mali, also das müssen wir natürlich wieder abziehen. Aber ich glaube, ich wäre auch gar nicht so krass auf seine Scorerwerte gucken. Mir geht es halt vor allem darum, dass er die hundertprozentigen macht und nicht ständig verkackt und er fühlt sich ganz gut an.
Ehrlich gesagt würde ich halt trotzdem gerne nochmal Kalou probieren, einfach aufgrund der Tatsache, weil er halt auch einfach ein totales Upgrade ist zu ihm. Tempo ist ein Tick schlechter, Schuss viel besser. Pass ist etwas schlechter, aber die Ingame, also die wichtigen Ingame-Werte zum Pass, nämlich Kurzpasswert, die sind ganz gut. Das ist kein wirkliches Downgrade. Dann Dribbling ist gleich, Defense ist ein Tick schlechter sogar, aber Physis ist halt nochmal deutlich besser. Wobei mir gerade einfällt, Kalou hat halt den schwachen Linken mit nur 3 Sternen und Mali hat 4 Sterne. Vielleicht ist dann Kalou doch nicht so geil. Also ich werde erstmal Mali weiter spielen und erstmal rausfinden, wie er mir gefällt, ob ich den weiterspielen will. Kalou kann ich ja immer noch zur Not testen. Und der andere Stürmer, den ich noch im Petto habe, der wird sowieso irgendwann getestet. Das ist jetzt schon klar. Boah, hoffentlich bekommt Hummels noch mal irgendwann eine Inform, damit ich hier einen 90er habe. Aber der kriegt mit Sicherheit irgendwann mal eine dritte Inform. Ich glaube, eine Man of the Match-Karte wird mir nichts bringen, weil Man of the Match gradet das Ding, glaube ich, nicht hoch. Also, ich glaube, das Upgrade gibt es nur bei normalen Informs, nicht bei Man of the Match, Team of the Season, Team of the Group Stage, Man of the Match of the Bla, keine Ahnung. Okay, interessantes Team, ein paar gute Spieler, aber auch ein paar durchschnittliche Spieler. Aber schauen wir mal. So, Konzentration. Also ich bin eigentlich noch zufriedener als letzte Woche. Letzte Woche war ich schon sehr zufrieden mit meinem Spiel. Und obwohl ich diese Woche jetzt schon ein Spiel verloren habe durch eigenen Fehler und eigentlich schon bei total vielen Niederlagen stehe, also total scheiße eigentlich stehe, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit meinem Spielstil. Gefällt mir eigentlich gut. Auch wenn ich nicht so gut dastehe. So, können wir mal über die Pace. Scheiße, das war ja die dümmste Aktion. Ja, die dümmste Aktion überhaupt. Oh, der spielt nicht schlecht. Also, da hat er bisher noch gar keinen Fehler gemacht. Was soll ich da machen? Ist eines dieser Tore, wo ich sage, einfach gut gespielt, einfach gut rausgespielt, kann ich nichts machen. Hummel steht ein bisschen scheiße zum Gegner, sodass ich halt nicht mehr rankomme. Und dann hat er leider, leider, meiner Meinung nach Abschlussglück, weil das ist ein Tor, das machst du auch nicht jeden Tag. Außer Drehung, so knapp da an dem Pfosten vorbei, machst du nicht jeden Tag. Hat er einfach das Abschlussglück und hat sich die Torschance auch gut rausgespielt, muss man halt so sagen. Kann ich einfach nicht besser verteidigen in meinen Augen. Da war nicht viel möglich. Vielleicht ein kleiner Stellungsfehler von Hummels, aber ich tue mich schwer, irgendwie Hummels da einen Fehler anzudichten, einfach weil Hummels wirklich ein überragender Verteidiger ist. Schlechter Pass. Aber ich dachte halt, Reus lässt sich nochmal zurückfallen. Das war gerade das Problem. Ganz schlecht rausgespielt. Bitte kein Lackertor. Scheiße, das darf halt auch nicht passieren. Jetzt darf ich mal nicht einlullen lassen. Wir haben hier die Chance, definitiv das Spiel noch zu drehen. Es steht erst 1-0, ist noch nichts passiert. Nur ein Tor. Ganz in Ruhe, einfach mal Torschancen rausspielen. Oh,
Haben wir ein bisschen Glück. Wieder schlecht gedribbelt oder von ihm gut verteidigt, ich weiß es nicht. Ich wechsle die Formation, es läuft scheiße. Es läuft einfach scheiße. Zweite Gegentor habe ich auch nicht gut verteidigt, muss ich einfach so sagen. War meine Schuld. Hey, warum wechsle ich denn schon? Bin ich doof? Konzentrieren, komm schon, ist noch alles drin. In 2-0 hast du schon mal aufgeholt. Hast du schon mal ein 3-0 aufgeholt. Sehr gut. So, jetzt einfach den Anschlusstreffer machen. Komm schon, Baby. Komm, mach ihn einfach. Wie kann er denn den so krass vorbeisetzen? Oh, verdammt. Komm schon, jetzt der Anschlusstreffer. Komm schon, Hummels. Mach ihn einfach. Komm schon. Yes! Anschlusstreffer, nice. Ich sag's doch, wir können das Ding ja noch ziehen. Scheint auch besser zu funktionieren, dieses 4-3-2-1. Komm schon. Anschlusstreffer. Keinen Fall wieder den 2-Tore-Rückstand. Was war das denn? War das Fährmann? Hat er den gerade übers Tor? Was ist denn das? Wieso Volleyball oder Fußball? Ball übers Netz oder wie? Das war wirklich Fährmann. Ach du Scheiße, was macht denn Fährmann? Ecke. Oh nein, wir waren echt zuletzt rein. Was ist los?
Aber egal, wir haben den Anschlusstreffer, wir können definitiv auch den zweiten machen und dann sieht es hier wieder ganz anders aus. Bin guter Dinge. Nur halt kein drittes fressen, das wäre scheiße, aber das kriegen wir schon hin. Ja, ich gehe natürlich davon aus, dass Müller ganz anders läuft. War eigentlich auch straff aufgezogen, aber Reus, weiß ich nicht. Hätte gedacht, er geht geiler. Boah, was für ein schlechtes, rausgespieltes Scheißding. Und er kriegt hier belohnt, ey. Danke, Fährmann. Ja, es ist halt keine Ahnung. Also geht in die Richtung faul. Sehr gut. Was? Ich war zuletzt dran. Wie denn das? Krass. Also Torschlagen darf halt eigentlich nicht kommen, ne? Die lassen sich leider gegen den Gegner nicht so richtig vermeiden. Oh Mali! Sehr gut. Das war nicht der Plan. Scheiß Drecks, Scheiß Drecks, Scheiß Drecks Lacker. Warum? Weil ich natürlich nicht Dreieck drücke, damit er diesen Scheiß Ball dann runterlässt. Vollidiot. Das ist halt einfach nur verschissenes Engine Lag. Jetzt wird es halt fast unmöglich, in der Zeit noch zwei Tore zu schießen, das sollte klar sein. Ist dann am Ende halt auch ein verdienter Sieg für den Gegner, leider. Aber ich habe direkt auf Schießen gedrückt, er macht wieder nicht. Ja, da soll der Ball hin. Ach, meine Fresse, ey. Scheiß Dreck, Kackspiel. Das ist das erste Spiel, wo wir nicht der Bessere sind. Wieder kriegt er den Ball nicht weg.
Weil die natürlich wieder keine Schusstäuschung machen. Wechsel jetzt trotzdem, vorbei ist noch nicht. Weil sollte natürlich auf Reus gehen, der komplett frei ist. Sokrates. Ich wollte natürlich noch nicht Sokrates abschließen, aber da kann ich nicht drauf achten, wer da gerade den Ball hat. Das war ein richtiges Kackspiel. Das war richtig scheiße. Ich hab's verdient verloren, aber es hätte besser laufen können, als es gelaufen ist. Und hier war der Gegner auch, so wie es gelaufen ist, war der Gegner auch besser, aber ich habe ihn definitiv stärker gemacht, als er war. Und naja, sehr, sehr ärgerlich. So, 7 Siege, 5 Niederlagen. Also, oh Gott, ist das schlecht. Selbst wenn ich jetzt alle. Also wenn ich jetzt die nächsten 3 Spiele gewinne, dann habe ich 10 Spiele, 5 Niederlagen. Das ist richtig, richtig schlecht. Krass. Oh, die Vorlage kam von Mali. Dieses Tor von Reus, das war die Vorlage Mali. Interessant. Hat jetzt nach 4 Spielen 4 Scorerpunkte, weil eins muss man ja abziehen. Da waren es schon 2, die wir abziehen müssen, weiß ich nicht. Aber er macht sich auf jeden Fall besser als Stindl. Ich glaube, es liegt an seiner Agilität. Ich hätte halt gerne noch ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, das geht. Ich hätte halt gerne noch ein bisschen mehr Körper, ehrlich gesagt, bei ihm. Das merkt man halt wirklich. Aber es lohnt sich nicht, ihm Hork zu geben. Das würde ja auch nochmal den Körper boosten. Ich denke, da würde man trotzdem keinen Unterschied merken. Und das Ding ist halt einfach, dass ich dann wieder zu wenig Boost auf Stellungsspiel und auf Abschluss habe. Und die brauche ich ja. So, jetzt konzentrieren, es geht wieder von vorn los. Neues Spiel, neues Glück. Wir wollen den Gegner dominieren. Wir haben jetzt ein Spiel in der kompletten Weekend League, wo der Gegner besser war und das wahrscheinlich auch zu einem Teil, weil wir ihn einfach stärker gemacht haben, als er ist. Damit müssen wir leben. Krass, dass das kein Foul war. Und damit leben wir jetzt. Und es ist ja trotzdem ein gutes Ergebnis. Ich meine, ein einziges Spiel, wo der Gegner besser war und den anderen waren eigentlich wir die besseren Spieler. Also damit kann ich sehr gut leben. Was, da war noch drin? Was ist denn das? Wäre auch unabgefälligt nicht gefährlich geworden. Wieder mit Schatten, Mann. Kauft euch doch mal Stadien ohne Schatten. Ist denn das so schwer? Wollten schön auf Reus spielen, aber da war es dann doch zu eng. Bleibt zweimal an Reus hängen, bekommt trotzdem den Ball.
Jetzt hat Reus ihn aber. Nice. Eigentlich auch gelb, aber man gibt ja nicht, schade. Alu, was wäre denn das wieder für ein geiler Treffer geworden? Warum denn Alu? Warum denn Alu? Ach, das tut so weh. Schade. Och, knapp, aber schön gespielt. Krass, da kommt sogar. Was für ein Pass von Hummels, ey, so geil. Geil gemacht von Mali, schön gedribbelt, aber leider dann geblockt. Gutes Spiel bisher, auch wenn wir noch kein Tor haben. Ich überlege halt echt, ob ich nochmal probiere, einfach so ein bisschen auf Hummels zu flanken. Einfach so kopfballstark. Oder einfach auf Vidal! Scheiß drauf! Wieso denn auf Hummels? Wie geil ist das denn? Aber es ist jetzt wieder das Ding, ne? Man flankt einmal in die Mitte und es klappt. Jetzt denkt man sich so, oh geil, ich flank mal häufiger in die Mitte. Macht das 100 Mal am Stück und es klappt nicht mal ansatzweise. Oder der Torhüter hält ihn halt ständig. Aber ich werde es mal in Zukunft wieder probieren, auf den Kopfballstarken Hummels zu flanken und dann halt außerdem Vidal anzuspielen. Da haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Wir hatten nämlich zwei Tunnel drin. Wir hatten zwei Tunnel drin. Das war also Glück, wie wir uns durchkombiniert haben. Dann aber Traumpass von Reus und der direkte Schuss von Mali, der ihn auch reinmacht. Geil. Oh, love it. Bitte spiel so weiter, Mali. Dann bleibst mein Stürmer, ey. Das wäre so lustig. Ich habe halt Mali schon seit Wochen, seit Monaten im Verein. Ich habe den nur mal irgendwann gekauft. Ich glaube, da war noch ein 82er. Habe den nur gekauft, um halt, weil ich gedacht habe, vielleicht steigt er am Preis oder vielleicht testest du ihn irgendwann mal. Und ich habe ihn dann nie getestet. Und jetzt ist er in der Phase, in der ich mich gerade befinde, anscheinend mein Heilsbringer. Ich hoffe es, dass es so ist. Aber er müsste jetzt so viel verkacken, damit ich mir es wieder anders überlege. Da hoffe ich natürlich, dass jetzt Mali auch bei Wolfsburg irgendwann mal eine Info bekommt, aber bisher läuft es, also in meiner Zeit ging es nicht so gut bei Wolfsburg. Wobei die jetzt einen neuen Trainer haben, mal gucken. Oh, Dembele braucht zu lange, um Tempo aufzunehmen. Mein Fehler. Darf da einfach mit Dembele den Ball nicht verlieren. Das war einfach ein Sonntagsschuss, da war nichts rausgespielt, aber trotzdem mein Fehler. Ich darf da mit Dembele, wie gesagt, nicht den Ball verlieren. Dann kommt auch nicht der Anschluss davon. Schlechter. Wieder mal Aufbaufehler und bam, kassiert.
Und dann gibt es einfach die Antwort. Was geht ab? Und wieder mal macht's Mali. So geil. Und das war auch wieder ein schwieriges Tor. Also hier, so aus der Halbdrehung, ins lange Eck. Ich habe nur auf Schießen gedrückt. Das sind die Tore, die ich vermisst habe, die ganze Zeit, ohne Scheiß. Genau die Tore habe ich vermisst. Die kamen einfach gar nicht. Mali, Doppelpack. Sehr geil. Also Mali ist jetzt erstmal gesetzt, ne? Das sollte klar sein. Mali ist erstmal gesetzt. Ist halt echt merkwürdig. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich versuche gar nicht drüber nachzudenken. Wieso, weshalb, warum. Ist auch scheißegal. Hauptsache, Mali macht die Buden. Wieso er die macht. Wie und warum nicht ein Stindl auch. Und ach, scheißegal. Spielt keine Rolle. Schade. Ja, jetzt wollte ich zu viel, klar. Ein bisschen Show-off mit Mali wollte ich das machen, aber es war dann zu viel. Ich dachte, mal gucken, was geht. Und dann, naja, ging nicht so viel. Scheiße. Ist immer noch die Frage, was mit Keita ist. Mein Gefühl ist mittlerweile, dass ich wieder zu Bendaleb wechsle. Weil Keita ist einfach. Er fällt mir zwar ab und zu mal auf und gefällt mir ganz gut, aber er ist weder offensiv noch wirklich im Gespräch, noch macht er defensiv die überragenden Überraschungen oder so. Also ich denke, ich werde mir nach dem Spiel gucken wir nochmal die Werte an, aber ich glaube, er hat nur zwei Scorerpunkte. Und ich denke, ich werde Second In von Bentaleb wieder reinnehmen. Gefällt mir einfach besser. Oder hat mir einfach besser gefallen. Ich glaube, ich kann auch eher wenig mit seinem überragenden Dribbling anfangen. Es könnte natürlich sein, dass wenn ich jetzt beispielsweise ihm Shadow geben würde, dass er dann total abgeht. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, dass Bentaleb mit seinen Arbeitsraten besser funktioniert als. Dass Bentaleb mit seinen Arbeitsraten besser funktioniert als. Krasser Pass. Als Keita hat halt andere Arbeitsrate und ist halt auch ein anderer Spielertyp. Die ähneln sich halt schon eigentlich sehr und da ist die dritte Inform, aber ich glaube, selbst die vierte Inform würde mir nicht besser gefallen. Schade, da hätte er sich jetzt unsterblich machen können mit seinem Dreierpack. Unser guter Mali. Den darf ich halt eigentlich auch nicht verschießen, verdammt nochmal. Ich frage mich echt, ob ich da zu sehr in die Ecke ziehe. Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich anders zielen würde als sonst, wenn ich ehrlich bin. Logischerweise. Das war ein geiles Dribbling von Keita, aber dann halt auch wieder den Abschluss verkackt. Klar, es ist auch kein Abschlussbiest, aber hätte man mal machen können. Vor allem wäre das wieder ein gutes Argument dafür gewesen, ihn zu behalten, weil das war halt richtig geil gespielt. Aber es hat halt nicht gereicht. Krass. Also scheiße, dass er nicht direkt geschossen hat, weil ich habe eigentlich gesagt, bitte schieß mal direkt. Aber er macht wirklich seinen Dreierpack und es war, denke ich, auch nicht der einfachste Abschluss im Sinne von, er hätte an den Torhüter schießen können. Also auf jeden Fall ist in der Weekend League mehr Auf und Ab drin. Ich gewinne halt nicht jedes Spiel, aber dafür gewinne ich auch mal wieder ein paar Spiele höher. Und Mali macht die Buden, geil. Ach, ist das die 59. Ob er jetzt abbricht? 4-1, dreimal Mali. Oh, lupenreiner Hattrick. Oder was gerade lupenreiner Hattrick? Ich habe nicht gesehen, es sind alle drei in der zweiten Hälfte gefallen sind. Okay, eine ist wieder gut. Habe halt gedacht, er denkt, dass ich jetzt außen durchziehe. Schade.
Doppelt schade. Komischer Pass. Gut gemacht von Plattenhardt. So, nach der Aufnahme mache ich aber definitiv keine mehr, weil jetzt merke ich auch, dass ich müde werde. Wir haben ja auch einige gemacht und es fühlt sich ehrlich gesagt gut an. Die Weekend League fühlt sich gut an, obwohl sie total scheiße läuft, was die Niederlagen angeht. Wir haben schon viel zu viele. Aber es fühlt sich halt echt gut an. Wir haben jetzt ein Spiel, waren wir der schlechtere Spieler, ansonsten waren wir immer besser. Hatten teilweise ziemliches Pech. Oh Mist, oh Mist, oh Doppelmist. Von daher, ich bin eigentlich, also mit meinem Spiel bin ich so eigentlich ziemlich zufrieden. Macht er denn jetzt? Schade, ich wollte weiterleiten auf Reus. Spielt noch anständig mit der Gegner, merke ich gerade. Das ist eigentlich ja wieder mal Respekt, dass er da nicht aufgibt. Also er spielt nicht mehr so gut mit wie am Anfang. Das merkt man schon. Er rennt jetzt auch ziemlich aggro immer auf die Ballführer drauf. Aber im Großen und Ganzen. Schade, hätte ich nochmal weiterleiten können auf den Bele. Groß und ganz spielt er noch gut mit. Schlechter Pass. Schade. Meine Zeit für ein weiteres Tor ist da noch. So nicht. Oh, ich wollte mit einer Schusstäuschung nochmal in die andere Richtung gehen. Gut gehalten. So, probieren wir es nochmal auf Hummels. Geht leider zu nah an den Torhüter ran. Was? Abseits? Reus kommt aus dem Abseits? Wie bitte? Nice! 4-1. Das hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch so ge also, ja, so ein klares Ergebnis wird, nachdem man dann das 2-1 macht. Und Mali natürlich mit bester Bewertung. 10. Und ja, wie gesagt, also es kann alles Glück sein. Es kann sein, dass Stindl einfach mega Pech hatte beim Abschluss. Und wir jetzt gerade mega Glück haben bei Stindl oder so, bei Mali, also es kann alles sein, aber es ist mir erstmal scheißegal, Hauptsache wir machen wieder Buden. 3 Tore, 1 Vidal. Vorlagen dreimal Reus, ist natürlich auch krass. Also hat wirklich viel gut über die linke Seite geklappt, das stimmt. Stimmt, ein Tor hat ja Vidal mit dem Kopf gemacht nach einer Ecke und die macht ja Reus. Ja, also wie gesagt, die Weekend League fühlt sich viel besser an, als sie eigentlich läuft, muss ich zugeben. Sie läuft gar nicht mal so gut, aber das ist ein gutes Zeichen, weil das bedeutet ja, dass ich emotional geerdet bin. Also ich
reg mich nicht über die vergangenen Niederlagen auf. Ich gucke in die Zukunft. Klar, es ist jetzt nicht das beste Ergebnis aller Zeiten. Gold 3 werde ich mit Sicherheit, aber es wird halt kein Elite 3 werden, das ist klar. Ich denke, selbst Gold 1 wird schwierig werden. Aber es fühlt sich gut an. Also ich bin emotional, denke ich, echt gut drauf. Und jetzt gucken wir mal, ob die nächste, die übernächste Weekend League, die hier müsste ohne Bedingungen sein. Und die übernächste auch wieder ohne. Das ist so dumm. Zwei Weekend Leagues in Folge mit mega krassen Bedingungen und dann wieder drei mit gar nichts. Ich meine, es reichen doch leichte Bedingungen. Ach so, gibt es irgendeine interessante Knockout-Challenge? Max 3,5 Sterne Teambewertung, Spielerqualität, mindestens Silber, mindestens Silber. Es kann also auch Gold sein. Aha. Keine. Spieler aus derselben Liga, maximal 5 in der Startelf und Auswechslung. Achso, was waren die Belohnungen? Goldset und 1000, 2000, Goldset und 500. Teamsternebewertung maximal 4. Spielerqualität, genau Gold, Startelf und Auswechslung. Okay. Goldset und 1000 Münzen. Und mehr gibt's noch nicht. Dann schaue ich mal noch, wie viel Siege wir brauchen. Aber wahrscheinlich wieder knapp 16 für den Monats Elite 3 Rang. Gut, wir brauchen 80. Also tippe ich mal darauf, dass wir 5 Wochen haben, oder? Haben wir 5 Wochen? Lass mich mal nachschauen. 80? Ist doch mega viel. Wollen die mich verarschen? Ich gucke mal nach. Kalender. Was haben wir denn denn? Wo ist er denn der Kalender? Kalender, Kalender. Da. Das ist die erste. 1, 2, 3, 4. Also eigentlich sehe ich 4, aber ich gehe mal davon aus, die 1, 2, 3, 4, genau. Ich gehe mal davon aus, die werten den 31. März dazu. Und der 31. März ist ein Freitag und das werden die wahrscheinlich reinrechnen. Also 5. Wir brauchen also in 5 Wochen 80 Siege. Das heißt, es werden auch wieder so 16 sein, denke ich mal. 80 durch 5. Ja, es sind sogar genau 16 Siege. Wir brauchen pro Woche 16 Siege. Das können wir halt, also gerade über 5 Wochen so konstant spielen, immer 16 Siege abzurufen, das habe ich bisher nicht wirklich hinbekommen. Einmal halt. Wie gesagt, mein bestes Ergebnis bisher waren 17 Siege. Also wenn ich mein bestes Ergebnis erspiele, schaffe ich gerade mal mir einen Sieg Vorsprung herauszuspielen. Das zeigt ja nur, wie krass ich da am Limit spielen müsste, da müsste ich halt im Durchschnitt 16 Siege erreichen. Ich habe halt auch mal nur 15 Siege. 15 Siege sind zwar Gold 1, aber ist halt schon wieder einer weniger als der Durchschnitt. Da muss ich schon wieder einen mehr rausspielen. Wenn ich 15 Siege erreiche, freue ich mich über Gold 1 in der Woche, aber ich müsste noch einen Sieg erreichen, um den Durchschnitt ohne Vorsprung zu erspielen, den ich brauche, um am Ende dann Elite 3 zu werden. Ich wäre halt so gerne wieder mal Elite 3, weil da kriegt man halt direkt 11 Informs aus dem letzten Monat und nicht nur drei, aber es ist halt einfach sehr schwer. Die haben das auch angehoben. Die ersten beiden war das auf jeden Fall, da hat man weniger gebraucht, da bin ich mir sicher. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Und ich wäre halt auch gerne mal in der Woche Elite 3. Einfach so, ne, nicht regelmäßig einmal, das wäre geil. Ich glaube nicht, dass wir es in der Weekend League schaffen, weil da müssen wir jetzt noch 10 Spiele gewinnen aus 12. Das heißt, wir dürfen nur noch 4 Spiele verlieren. Das werden wir aber kaum schaffen. Ich versuche weiter so gut zu spielen, weil, wie gesagt, ich fühle mich gut. Das Geile ist, dass wir jetzt nur noch 6 Spiele machen müssen am Samstag und am Sonntag. Ich denke, 6 Spiele bekomme ich selbst am Samstag hin. Und wenn nicht, ich denke, so 4 Spiele bekomme ich bestimmt hin. Dann habe ich noch 8 Spiele am Sonntag. Das ist eine gute Zahl. Von daher läuft. Ich freue mich. Liken. Und ich freue mich vor allem über Mali. Oh, Mali, I love you, I love you, I love you. Mali, Mali, Mali. My man, Mali. Was geht ab, Yunus Mali? Was geht einfach mal ab mit dir? Ich muss ihn mir direkt nochmal angucken.
Sechs Spiele, eins müssen wir auf jeden Fall abziehen. Also entweder aus 5 Spielen 8 Scorerpunkte oder aus 4 Spielen 8 Scorerpunkte. Auf jeden Fall geht er absolut geil ab. Hat auch schon, er macht die 100%igen bisher alle. Hat sie bisher alle gemacht, die 100%igen, aber hat auch ein paar Zaubertore, ein paar halbe Zaubertore geschossen. Richtig geil. Das einzig Negative ist halt wirklich sein Körper, aber damit kann ich gerade komplett leben. Scheiß drauf. Sehr geil. Ja, ich muss trotzdem, ich habe immer wieder im Hinterkopf, warum funktioniert Stindl nicht? Stindl ist einfach nur ein Upgrade für Mali, aber es ist mir egal. Spielt keine Rolle. So, und Keita, 11 Spiele, 2 Scorerpunkte. Ich glaube, ich werde wechseln zu Bentaleb. 50 Spiele, 12. Irgendwas zwischen 45 und 50 Spiele, würde ich sagen. Und ich bin halt auch der Meinung, er hat sich auch besser angefühlt. Er ist halt einfach in allem schlechter, ne? Ohne Scheiß. Also, ich seh's ja. Er ist einfach an jedem Wert schlechter. Nur Defense ist gleich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, er fühlt sich besser an. Wie gesagt, wir spielen mit Shadow, aber ich glaube nicht, dass sich Keita mit Shadow so viel geiler anfühlt, weil er wird ja einfach nur schneller. Die Defense ist ja schon maximal geboostet mit Sentinel. Deswegen. Aber ich nehme Bentaleb, da hat sich einfach besser angefühlt. Ist ein Linksfuß, deswegen müssen wir ihn mal auf die Seite stellen. Und dann müssen wir, glaube ich, auch die Spielerrollen wieder wechseln. Spieleranweisung, er spielt Anweisung, meine ich, hinten bleiben. Ausgewogener Angriff. Hinten bleiben. Ausgewogener Angriff. Arbeitsraten Mittel, Mittel. Ja, Keita hat halt hoch, hoch, wie Vidal. Das funktioniert vielleicht einfach nicht so gut. Und ich glaube aber bei den Spielerrollen gab es nichts Neues. Ich glaube echt, dass Mali den besseren Elfmeter hat. Ich gucke nochmal nach, aber ich glaube, es ist so. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Was sieht's denn mit Müller eigentlich aus? 107 in vielleicht 190 Spielen, 180, 190 Spielen, so ungefähr würde ich jetzt mal rechnen. Nicht mehr ganz seine 0,7, aber sind wir mal ganz ehrlich, er konnte auch nicht mehr so viel Scorer, also er macht viel mehr Tore als Vorlagen, ist schon mal krass. Er konnte auch nicht mehr so viele Vorlagen geben, weil ja einfach meine Stürmer keine Buden gemacht haben. Ich denke, das wird jetzt wieder besser werden, weil er jetzt mehr Vorlagen, er hat ja jetzt, wie gesagt, wieder 3 Scorerpunkte, glaube ich, in einem Spiel gemacht oder so, durch Vorlagen. Weil er jetzt wieder mehr Vorlagen auf hoffentlich Mali spielen kann, der die dann verwertet, das ist natürlich auch immer das Ding. Wenn die Stürmer die Buden nicht machen, dann wird auch mein ZOM ein bisschen drunter leiden. Und wenn wir es jetzt mal ganz gut mit ihm meinen und sagen, okay, in 180 Spielen 107 Scorerpunkte, dann, nee, Quatsch, in 100, 107 Scorerpunkte durch 180 Spiele. Oh. Hallo. Sind 0,6. 0,6. 180 durch 107 wären 1,6. Ja, 0,6 Scorerpunkte macht er pro Spiel. Was immer noch eine gute Quote ist, also wenn das stimmen würde, dass wir hier wirklich 24 Spiele schon abziehen müssen. Ich meine, ohne Scheiß, es könnte wirklich schon sein, dass wir so viele Spiele abziehen müssen. Aber es selbst wenn es ein bisschen weniger, selbst wenn er nur 50% macht, er ist ein überragender Spieler, macht wirklich viele wichtige Tore. Und ich denke, wenn jetzt der Stürmer mehr zieht, dann gibt es auch wieder mehr Vorlagen. Schön auch, dass Mali vor allem mehr Tore bisher gemacht hat als Vorlagen hier bei Stindl. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.